die Garde einstellen. Wieso drängelst du dich denn jetzt schon wieder vor? Weil ich vorfahren muss, weil ich in Nord abliefer. Ja, ich habe das aber eingestellt. Ich kann auch vorfahren. So, fahre ich einfach vor. Niemand fährt vor. So, jetzt habe ich auch eingestellt. Das Navigation wollte nicht. Also wir fahren jetzt hier Kreisverkehr rechts. Wie? Da bist du aber sehr weit hinten jetzt. Ja, deswegen habe ich. Deswegen sollten wir warten. Genau, nicht so einen Scheiß machen wie ihr da vorne. Oh, das genau. Ist der Güterzüge, Junge. Komm mal. Güterzüge! Oh! Jetzt gibt's Güterzüge und ich sehe das nicht, weil ihr im Einzelnen seid. So. Exklusiv bei uns auf den Channeln. Ja, nur bei Josh und mir. Ich hab auch Güterzüge. Juhu. Egal, dafür hab ich wie Julian fast umgekehrt. Ich hab auch Güterzüge. Boah, wo warte, die Ampel ist rot. Und ich hab eine rote Ampel. Exklusiv auf meinem Kanal, eine rote Ampel. Gas, und du hast rote Bremslichter. Und ich fahre gegen die Fahrtrichtung, exklusiv bei mir 100 Euro Abzug. Exklusiv bei mir 100 Euro Abzug. Und ich sehe Carstens geladene Autos links neben mir, direkt aus dem Fahrerfenster. Da unten habe ich gesehen Güterzüge. Ich sehe aus meiner Frontscheibe ohne irgendwelche LKWs im Weg, nur bei mir auf dem Channel. Voll langweilig, da geht gar nicht die Karte. Ey, voll öde, ey. Du siehst ja gar nichts. Ich mal, ja, das ist aber im Real Life auch so. Ne, gar nichts, siehst nur da du im Real Life. Der Typ einfach. Ja, und? So, wir müssen jetzt hier links. Ja, genau. Überholen. Hab ich mir auch so gedacht. Den Typen da einfach. Nein, nein, pass nein, auf, das Poller! ja. Ja, ihr fahrt jetzt in die falsche Richtung, ihr Flaschen. Die hören auch nicht mehr auf, die Poller. Ihr fahrt jetzt in die falsche Richtung, ihr Flaschen. Übrigens, exklusiv auf meinem Kanal seht ihr, wie Josh gegen die Poller fährt. Oh Mann. So, was lernen wir jetzt daraus, dass man nicht im Kreisverkehr falsch fährt und sich nicht vordrängelt? Liebe Kinder. Liebe Kinder. Ja, jetzt erstmal hier rauskommen. Ach guck mal, Carsten und ich sind richtig. Hey, toll. Hier kann ich auch noch lang. Oh, scheiße. Hier kann ich auch noch. Moment, Josh, warte auf mir! Ja, aber nee, das nee. Wird. Ob da frei ist. Ich guck mal, ob der Weg frei ist. Warte auf mir! Aber ihr fahrt dann gegen den Verkehr, ne? Also gegen ja. Den Strich, aber da ist bestimmt ein Loch in der Leitplanke. Carsten! Stimmt! Oh, Entschuldigung. Nicht nur in der Leitplanke ist da ein Loch. Aber Josh, du hast den LKW jetzt auch kaputt, oder? Ja, nee. Aber zumindest ein gelbes Ausrufezeichen im Dashboard. Josh, ich bin. Warum nicht? Warum hab ich das? Ach so, weil ich ja fast gut auf die Seite gelegt hätte. Ja, ich normalerweise auch, ich aber auch der Mayo ist falsch gefahren am Anfang. Ich hab einen Motorschaden. Nicht du hast nur auch noch ganz anderen Schaden, du. Ja, das ist normal. Bist du, Mayo, weißt du, was wir jetzt machen? Carsten und ich warten bei der Raststätte. Hier. Nein, wir drehen jetzt hier. Ja, das Carsten sollte nicht auch, wir drehen jetzt hier. Ist, ach, das ist eine Mautstelle. Wir warten bei der Mautstelle. Ja, da kommt ihr nämlich jetzt auch drehen nicht wir, durch. Dann drehen wir und dann kreuzen wir wieder davor, dann passt das. Nee, die meist in der souveränen Verkehrssituation. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, läuft doch super. Ja, nur weil ich den Carsten überholen wollte. Und es ist voll weihnachtlich, die ja, Folge. Ja, warum eigentlich? Keine frohe Ahnung. Weihnachten. Frohe Weihnachten! Ja, genau, frohe Weihnachten! Yeah. Die Viertelstunde ist zwar schon rum und wir sind jetzt am ersten Weihnachtstag, aber für die Amis, Merry Christmas! Ja, and a happy New Year! We wish you a Merry Christmas! Wir waschen dir dein Auto an Weihnachten. We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! Oh, Applaus. Hallo. Oh, das ist Mayo von YouTube. Oh. Der ist mir entgegengekommen. Ui. Das ist schon geil. Du, Josh, ja. In deinem Video bei 5.38, da war ich. Oh. Ich hab dich mal gesehen im Multiplayer. Ja. Hab ich eine Liebe bekommen, die du auch mit so nette Geräusche, wenn man da vorbeifährt. Das ist voll cool, ne? Pang, 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 pang. Das sieht man aber echt, dass das Peugeot sind. Aber hier hat man ja auch Dings da und so, hier hat man auch so Durchfahrtdinger, gell? Ne? Ja, ne? Sieht man voll. Ja, das sieht man. So hässliche so. Autos bauen. 3, 2, 1, durchfahren. Guck mal hier, die sind schon wieder so weit, ich sehe schon keinen mehr. Hä? Wie jetzt? Wir warten. Ah! Da ist, wir stehen an da der Mautstelle. Ja, ihr steht an der Mautstelle, ja, sag mal. Jetzt habe ich ein gelbes Ausrufezeichen. Wie bist denn du da jetzt durchgefahren? Josh, yay! Der Club der gelben Ausrufezeichen. Wie bist denn du da jetzt durchgefahren, Josh? Das Problem Aua. Ist an dem Ding, dass das Schranke zu langsam hochgegangen ist und meine Geschwindigkeit. Aber wieso ist das überhaupt hochgegangen? Weil es da auch so Pay-Durchfahrtsstationen gibt. Ja, das letzte Mal, als ich das probiert habe, bin ich gegen ein Schild gefahren. Julian, du musst genau 30 fahren. Okay. Ach so.
ist euch das nicht in euren Let's Deaths aufgefallen? Weil interessant war, als ich da nämlich durchgefahren bin, ganz außen. Bin ich der Einzige, der jetzt weiterfährt? Du musst aber links außen durchfahren, Carsten. Ja, das okay, ich bin ganz rechts außen durchgefahren und da war auf einmal eine unsichtbare Wand. Da, wo ja, kein genau, also grünes Symbol ist, Carsten. In meinem Vorstellungsvideo, wo ich alleine gefahren bin, kann man ja sehen, dass ich da auch eiskalt ging. Oh, ja, schaut mal bei Julians Videos vorbei. Die zwei nehmen mich gar nicht in die Zange, ne, dass ich mich kaum traue, weiterzufahren. Hallo, Josh. Josh, wir tun dir nichts. Wir tun dir nichts. Oh, Moment. Das hat meine Mama vom Nachbarshaus. Was war das? Da hat sich gerade jemand. Oh, guck mal, eine Statue hier oben. Cool. Ja. Nur in meinem Kanal. Bei mir zwar auch, aber. In meinem Kanal gibt's einen Strom. Ja, aber bei mir aus einer anderen, schöneren Perspektive. Also, ich glaube, ich muss bestimmt schon früher als Nord reparieren. Bei mir gibt's eine schönere Perspektive, weil man da dich sieht. Weil die auf mich warten, Mario. Weil wir gucken. Weil das Problem ist, ich habe nämlich gerade. Ich hab gerade zum Josh rüber. Hallo, Carsten. Also, das war aber jetzt lieb von dir. Ich damit verbinde ich jetzt so penetrante Promotion für meinen Kanal mit Lob. Ich bin heute bei Twitter erkannt worden. Ja? Ich glaube, wir müssen jetzt hier gleich runter, ja, ne? Ja, wir müssen abfahren. Ja, genau. Mir hat ein Twitterer, der sich in Bonn mit Restaurants beschäftigt, hat auf einmal geschrieben, der erste Bonner Let's Player, der sich in seiner Twitter-Bio outet. Weil ich das ja in meiner Twitter-Bio stehen habe. Und er hat dann tatsächlich, und Fun Fact, das fand ich total lustig. Ihr seid jetzt abgefahren, oder? Yeah, nee, noch nicht. Aber nee, jetzt noch nicht. Soweit sind wir noch nicht. Er schrieb mir dann, dass er die Teamspeak-Adresse, ne, also einfach nur die Adresse in den Browser eingegeben hat und dass da nichts passiert. Ja gut, aber das muss aber auch mal gemacht haben. So dumm ist der Fehler gar nicht. Ja, das stimmt. Ja, also ich habe eine fette Motorfehlfunktion. Ja, echt eine fette? Ja, eine richtig fette. Mal wieder. Weil der Ansgar das dann einfach nicht so leicht mit wegkommen kann. Hat er am Mittwoch hat er im BMX Stream nach der DS-ID gefragt, die oben links genau. Da groß eingeblendet ist. Aber er war blind, ja. Er hat die ganze Zeit auf James Charakter. Wie sieht man denn, wo Leute hingucken, außer mit Tracker? der James ist in Star Trek Online eine Frau. Und der hat ein Kleid mit sehr tiefem Ausschnitt an. Aha, okay. Achso, weil normalerweise ist das so, ihr habt doch immer so einen Hintergrund, wo da so jemand sitzt. So drei Leute, ja, die da rum. Genau, das sind ja wir live in STO. Genau. Ja, deswegen fliegt der auch dauernd raus. Das ist eine gute Idee, das nicht irgendwie mal aufzunehmen oder so und dann abzuspielen, sondern das immer live zu machen. Ja, wir machen das immer live. Ne, wir fliegen ja nicht raus. Du fliegst nur raus, wenn du dich nicht bewegst. Richtig, ja, eben, das meine ich ja. Aber das ist auch nicht oft passiert. Aber das Problem ist da B-Mac tatsächlich. Ich das gesehen habe, das hätte. Ja, aber Josh, das Problem ist, B-Mac ist variabel von der Wo Länge seid her. Ihr? Mal blöd gefragt. Ich folge Länge. Euch. Das kann mal anderthalb. Oh, cool, mein ETS ist abgestürzt. Echt? Das jetzt? Kann mal anderthalb, das kann aber auch mal 4 Stunden gehen. Also heute klappt ja. War das jetzt ein Scherz oder war das? Nein, das war kein Scherz, das war absoluter Ernst. Okay, das stelle ich mich mal auf die Brücke. Ja, ich dachte, er sagt, das war absolute Absicht. Oh, ich bin auf Alt F4 gekommen. Aber Julian, du hast einen Vorteil. Ich glaube, mein ETS stürzt jetzt alle halbe Stunde ab, weil die Meldung hatte ich vorhin schon. Aber du hast einen Vorteil, Julian. Ja. Du kannst jetzt deinen LKW reparieren. Nee. Wenn ich jetzt in Paris stehe, dann fange ich an zu kotzen. Oh nein! Stimmt. Ist ja super. Stimmt. Das macht ja Spaß. Bitte hab irgendeinen Autospeicherpunkt erstellt. Bitte sein liebes ETS. Aber nur der Carsten kann noch ein Autospeicherpunkt. Genau, also nee, der Mario auch. Der hat auch auf der Autobahn irgendwann Auffahrt. Ja, der Mario kann das auch mit dem Autospeicherpunkt. Also, mach ich auch mal einen Warnblinker an. Die Brücke darunter aus. Ja, aber das, guck mal, da unten sind so Heuballen. Boah, ich gehe da mal mit dem Fotomodus. Ach, guck mal, ich mach mal Fotostudio. Also, schon geil, oder? Ja. Ah, das ist also die Brücke. Obwohl, warte mal, ich gehe auch mal in den Fotomodus. Ich gehe auch jetzt mal in den Fotomodus. Carsten, geh doch mal in den Fotomodus. Fotostudio, Fotomodus, hier. Carsten, wie geht man denn nochmal in den Fotomodus? So, Escape, Fotomodus. Ach da. Und dann gehe ich mal mit W. Nee, ein bisschen hier so. Da komme ich gar nicht rüber über den. Hä? Okay. Ja, ist egal. Heute kommt man denn da nicht rüber? Da kommt man nicht rüber. Das ist egal, schön weit nach oben und dann Zoom. Ja, aber ich wollte doch von da unten so den LKW mit der Brücke und so. Ist das nicht so ein Freefly-Mod? Ah, jetzt geht's. Hä? Wie hast du das geschafft, Carsten? Ich hab einfach auf A jetzt gedrückt.
Also ich gehe seitwärts quasi. Ja, mit WASD lieber, Josh. Ja, ja, aber ich komme auch nicht über die Brückenabsperrung ja, drüber. Über die Brücke komme ich auch nicht drüber. Ja, ich bin jetzt hier, pass auf. Ja, 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 ja! Wie hast du das jetzt gemacht? Irgendwo ist so eine Lücke in der unsichtbaren Wand. Die Folgen sind da voll geil. Ich gehe immer, ich bin jetzt so die Brücke entlang und ich gehe immer tiefer anstatt höher. Ach, guck mal, jetzt bin ich wieder im Bereich von euch. Also der macht gute Autospeicherpunkte. Also jetzt möchte ich schon gerne ein bisschen die Brücke angucken. Ja, wir wollen jetzt hier Ja, das Problem ist, mein ETS wird mir jetzt heute nur öfter abschmieren. Also den Fehler hatte ich aber da ist keine schöne Brücke, Julian. Aber ist voll schick. Ja. Das kann man ein bisschen ran so mit dem oder FOV ein bisschen umstellen. Oh, das hat schon was, ne? Das ist schon nice hier, die das Gegend. Das ist schon boah, ich nice, mal, ich hab mir so ein bisschen Fischei gemacht und dann mal ein bisschen die Landschaft fotografieren. Fischei? Ja, so den FOV also ganz nach rechts stellen. Also ich muss ganz ehrlich, ich muss ja hier den FOV? Lisette Logistics. Ja, ich wollte aber nur mal ein bisschen die Landschaft, deswegen habe ich mal den FOV ein bisschen voll mit geil. Mit welcher Taste mache ich denn jetzt Fotoknips? Unten mit dem Fotoknips-Auflöser. Auf dem Fotoclips-Auslöser, Auslöser. Auslöser. So, der Julian ist wieder da. Ja, der Julian steht ganz vorne. Jetzt haben wir eine schöne Brücke. Ja, aber mein ETS-Absturz-Timer ist auf 30 Minuten gesetzt. Das wird gleich okay. Passen. Aber warum ist das so? Weiß ich nicht. Ich habe heute nach dem, Update ist... ich hätte irgendwie nicht stehen bleiben sollen. Ich glaube, der Auto-Update, der updatet alle 30 Minuten an ETS. Ja, das Problem ist irgendwie... Klappt nicht so ganz. Oder? Nach dem Update funktioniert das jetzt nicht mal richtig. Ne? Ne. Ne? 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 Echt nicht? Ne? Das ist aber schade. Könnte eventuell mal jemand, der schlau ist, also alle außer mir, vielleicht auf dem Weg nach Nord mal irgendwie eine flotte Werkstatt ausfindig machen? Oh, guck mal hier die Bäume. Also wir sind alle nicht schlau. Ja, Mario, klappt gut. Ne, aber ernsthaft, guck mal, wie schön das hier gemacht ist. Ja, die Vegetation, das die ist Vegetation ist hammergeil, also. Aber wir sind alle von Astro gekauft, müsst ihr ja wissen, was es ist. Ja, genau. Ja, auch Rondo Media. So, hat jetzt einer nach der Werkstatt geguckt? Nee. Nö. Ah, wir fahren ja alle. Und auf der weit entferntesten Zoom-Stufe sieht man auch nichts. Das finde ich total super, Carsten. Ja, ich guck auch hier gerade kurz, aber das ist eigentlich ja, jetzt, für Autobahn. In Le Mans ist, Oh, da sind wir doch auch mein Project Cars gewesen. Ja. Nee, in Le Mans waren wir noch nie. Dann lass ich da wollten wir hin. Aha, so eng hier. Oh. Ja, was war das denn? Das war ein bisschen eng hier. Das war ein Josh. Carsten, machst du Markierungen und fährst, ja, du fährst du Richtung Werkstatt? Ja, mach ich. Das ist schön. Danke. Du machst meine Rundumleuchte an. Nee, bitte nicht. Immer noch nicht. Wobei, ich hab dich gerade ein bisschen... Ja, ja, aber Boucher. Du hast mich gerade... Das ist geil, ich kriege gerade von meinem Handy einen Hinweis. Ich lese vor, Kalender. Baum! Ausrufezeichen. Ich habe dir aber traurigerweise wirklich einen Kalendereintrag für diese Aufnahmesession erstellt, weil wir so lange im Voraus geplant haben. Ja, das mache ich aber ständig. ETS2 aufnehmen, also ich finde jetzt... Ja, wir haben so einen Familienkalender und da tragen wir immer schön alles ein. Ach süß. Ich finde aber die Brücke ist auch geil. Ach, und deswegen steht da jetzt Baum! Ausrufezeichen. Ja, da muss ich dann gleich nochmal hinterfragen, was das zu bedeuten hat. Weil der wahrscheinlich, Baum steht, dass ja du den Baum aufstellen musst. Ja, der steht ja schon. Der ist ja auch schon fertig. Ja, dann hast du... Warte mal, ich guck mal. Dann bist du früher fertig geworden. Warum kann ich denn da nicht in den Kalender rein? Verdammte Scheiße. Was heißt Merde? Merde! Erde. Was denn? Ich bin gerade abgelenkt, ne? Also nicht neben mir fahren, bitte. Merkt man nicht, Carsten. Ach, ist gelöscht worden. Ah, ja, okay. Ah, dann war deine Frau schneller. Ja, ja. Die hat im Familienkalender rumgestöbert und dein Handy sagte das, siehst du? Ich habe heute Morgen, habe ich irgendwie dreimal einen Termin eingetragen und der war immer weg. Ja. Habe ich schon vermutet. Ah, hat sie den direkt wieder gelöscht? Ja, wer hat hier die Hosen an? Nee, der Carsten, der dreht heute Abend kein ETS. Ja, aber Carsten, wer hat hier die Hosen an in der Terminplanung? Hä? Das Handy. Ich. Siri. Ja, Siri. Okay, Google. Okay, Google. Nein, ihr macht das nicht. Okay, Google. Ich finde das lustig, dass dann jedes Mal Leute in die Kommentare schreiben, dass das... Hey, ich habe gerade YouTube auf mein Handy geguckt und jetzt ihr Arschlöcher. Hey, Siri.
Aber es ist am Ende einer Folge, machen wir sonst geht die Wiedergabezeit um unter Ich habe letztens in der Besprechung gesessen und irgendjemand hat was gesagt, mein Handy außer Hosentasche. So, wir fahren jetzt hier runter. Falls du was gesagt hast, habe ich dich nicht verstanden und meine Dozentin guckt mich an. Dozentin? Ja, Dezernentin. Ich gehe zur Uni. Ja, Dezernentin. Ja, aber das ist echt geil, ne? Das passiert mir auch ständig, wenn ich die Schuhe anziehe. Ich fahre dahin, oder nicht? Ich laufe da. Das Gehen ist ein bisschen weit. Carsten. Ja, ich fahre rechts. Wenn du beim Handy, den Stromsparmodus nicht an hast und Hey Siri sagst, dann, Ich sag ja nicht Hey Siri beim Schuhe anziehen. Verstehst du? Nee. Nein? Aber. Nee, nicht so wirklich. Ist der gleiche Effekt wie okay Google. Ich sag beim Schuhe anziehen immer okay Google, Schuhe sind an. Ja, aber bei mir geht das immer an, wenn ich Ja, weil du das in der Hosentasche hast und den Knopf drückst. Das ist das für scheiß perfekter Knopf. War früher bei dem alten nicht. Mit dem iPhone 7 geht das nicht mehr. Ja, dann ist ja gut. Dann kaufe ich mir das jetzt.